Ich habe schon als Jugendlicher mit der Fotografie begonnen. Mein Vater hat mir gezeigt, wie eine Kamera zu bedienen ist. Und ich habe diese Leidenschaft gespürt, Menschen zu fotografieren, und wollte nach der Schule nicht sehnlicher als Fotograf werden. Und da hat mein Vater mir gesagt: Jung, mach was Vernünftiges, mit dem du auch Geld verdienst. Und so bin ich in der Wirtschaft gelandet. Habe im internationalen Management gearbeitet und als Unternehmensberater. Habe aber zweigleisig diese Karriere entwickelt, nämlich nebenbei habe ich immer wieder fotografiert für Kunden, schöne Momente eingefangen auf Hochzeiten, bei Neugeborenen, bei Geburtstagsfeiern, die einfach sehr viele positive Gefühle auch mit sich brachten. Und das war immer für mich der Ausgleich zu den harten Entscheidungen auf der wirtschaftlichen Seite, wo es um Sanierung, um Kündigungen, um unangenehme auch Entscheidungen ging, sodass ich das letztendlich kompensieren konnte durch die positiven Erlebnisse und Gefühle bei der Fotografie. Und irgendwann habe ich gedacht, ich möchte mich konzentrieren auf das Positive, und habe mich jetzt konzentriert auf die Fotografie, habe mit meinem Fotostudio hier in Ahrensburg die Möglichkeit, ganz viele besondere Veränderungen in Lebenssituationen von meinen Kunden einzufangen und diese zu begleiten auf einem neuen Lebensweg, sei es durch die Geburt des Kindes, sei es durch die Hochzeit, sei es durch irgendein Jubiläum, was gefeiert wird im Kreise der Familie und Freunde. Und das sind einfach wahnsinnig schöne Momente für mich, die ich dann meinen Kunden weitergeben kann, sodass sie auf diese Bilder auch Jahre später noch schauen können und das Gefühl haben, das war schön. Das war richtig schön, und ich freue mich, dass ich diese Erinnerung so präsent habe. Das Leben ist voller Veränderungen, und diese besonderen Ereignisse des Lebens sind meistens extrem emotional. Fotografie ist eine tolle Möglichkeit, diese Erinnerung für euch festzuhalten, sodass ihr auch Jahre später noch diese Erlebnisse, diese Gefühle noch einmal durchlebt. Euer Tommy Wilkopeck.